wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, diese Sätze Jesu hören, die für uns so vertraut sind, dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass wir ihnen zustimmen. Wer wollte etwas dagegen einwenden? Gegen dieses wunderbare Gebot, liebt einander. Wir sagen, ja, das ist, wenn man so will, die Seele des Christentums. Nicht Ressentiments zu hegen, sondern einander zu lieben. Aber wie immer, wenn wir die Sätze Jesu für selbstverständlich nehmen und ihnen schnell zustimmen, steht schnell die Frage in uns auf, wie machen wir das denn? Wie geht das denn, einander zu lieben? Wir brauchen ja manchmal nur, uns rechts und links zu drehen und dem Nachbarn auch hier in der Kirche oder dem Nachbarn in unserer Wohnung oder in unserer Straße ins Gesicht zu schauen. Und dann denken wir, den? Die? Naja. Und wir fangen an zu relativieren. Wie also geht das, einander zu lieben? Jesus gibt in seinen Sätzen ein Maß an. Und dieses Maß vergessen wir sehr schnell. In den Gedanken, die Adrienne von Speyer zu dieser Stelle macht, betont sie dieses Maß, indem sie schreibt, wenn ein Mensch uns fremd ist, aber wir wissen von ihm, dass der Herr ihn liebt, und wir selbst geben vor, den Herrn zu lieben, so kann er uns nicht gleichgültig bleiben. Das ist das Maß. Wir wissen, der Herr liebt sie oder ihn. Und wenn ich bereit bin und mich öffne, den Herrn zu lieben, dann finden wir das rechte Maß. Ein Mensch, den wir so erfahren, mag er auch diese Macken haben oder jenes merkwürdige Verhalten oder was auch immer, er kann uns nicht gleichgültig bleiben. Wir werden, so Speyer, in ihm die Liebe des Herrn suchen. Wir werden ihn mit den Augen des Herrn betrachten und das in ihm suchen, was der Herr an ihm liebt und durch seine Liebe in ihn hineingelegt hat. Durch diese Liebe des Herrn hindurch werden wir zu ihm vordringen. Also nicht durch das, was uns an ihm naturhaft entsprechend erscheint. Es geht also nicht um Sympathie, um Antipathie, ob uns ein Gesicht passt oder ob uns das Verhalten genehm ist, sondern mit den Augen Gottes zu sehen, mit seinem Herzen denken zu lernen.